Servus Leute, zurück zu Let's Play Kings Bounty 2. Wir haben das letzte Mal Karabos hier begleitet, hier und hier Sadie getroffen, die blutige Sadie oder so, die eigentlich hier ein paar Banditen hat, aber die Banditen wurden scheinbar von den Elementaren von ihr, die unter der Kontrolle der Bösen standen, einfach eingestampft. Jetzt haben wir die Möglichkeit, entweder den Schild zu zerstören mit Macht oder wir versuchen hier der Hexe ein bisschen unter die Arme zu greifen und dort hinten ihr Schild zu tilgen, damit sie da wieder an ihren Machtquelle rankommt, an ihren Fokus, glaube ich, war es. Genau. Das machen wir, aber erst schauen wir uns natürlich gründlich um und schauen, was es hier sonst noch so gibt. Hier könnten Sachen versteckt sein. Tatsächlich. Besonders das Mana ist wertvoll. Immer wieder wertvoll. Auf der anderen Seite muss ich da auch nachschauen. Dort unten ist auf jeden Fall wieder so ein düsteres Gebiet, aber kein Wahrsager, der jetzt hier eine Challenge von mir erwartet. Erst später wieder. Eventuell. Vielleicht komme ich später dahin zurück. Hm. Hier ist kein Loot versteckt. Das sieht aus wie eine Lücke, aber naja. Okidoki. Zerstört den Schild oder entzaubert ihn? Erstmal gönnt euch Mana. Mit Mana-Überfluss. Mana-Überfluss habe ich noch nie gebraucht. Also ich war noch nie in der Bredouille, zu viel Mana zu brauchen. Aber gut. Muss man dazu sagen, ich bin kurz davor, das nächste Level zu bekommen, wo ich dann Doppelcast habe. Und mit 2 Spells pro Runde, da kommt man dann wahrscheinlich deutlich eher in die Bredouille. Oh, schau dich das an. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Wo führt das mich denn hin? Ein Pfad, der mich zu einer Schatzkiste führt. Mhm. Also Geld kriegen wir wieder, falls wir mal wieder Truppen auffüllen müssen. Dort unten ist noch mehr Leere. Noch mehr Düsternis. Aber sonst nichts. Nur einfach Düsternis und Tür. Ah! Wir sind im Gebiet der Zaubermanufaktur. Okay. Die Düsternis kommt von dort. Die leeren Kräfte. Aber schön, überall ist was versteckt. Das gefällt mir echt. Dass man herumlaufen kann, erkunden kann und auch belohnt wird. Das ist gutes Game Design, finde ich. Auch. Ja gut. Wobei, einen Punkt hatte ich dann schon negativ zu nennen. Es fühlt sich nicht wertvoll an, was man da findet. Man findet halt dauernd Schrott. Geld. Das man ja, wieder braucht, natürlich. Aber es fühlt sich nicht gut an. Also hier, das die Items. Reines Geld würde auch reichen. Die Items sind immer Schrott. Aber wenn mein Mana dabei ist, und das ist ab und zu mal dabei, das ist dann schon wieder deutlich nützlicher. Wo sind wir hier? Was ist denn das hier? Wo gehe ich denn hier hin? Ich bin komplett an der Quest vorbei. Das ist mir schon bewusst, aber... ihr kennt mich. In solchen Spielen immer erst alle alternativen Wege gehen, bevor man Quests weitermacht. Bevor man Hauptquests weitermacht. Das ist meine Devise. Immer erst alles erkunden. Ich möchte was haben von dem Spiel. Deswegen möchte ich auch sehen, was es hier so gibt. Auch wenn es hier meines Wissens... das ist mal interessant. Auch wenn ich weiß, dass es hier nichts Besonderes gibt, außer Geld. Aber man weiß ja nie, man weiß ja nie. Und dann gibt es vielleicht doch irgendwo einen Schrein, der meine Stats dauerhaft boostet. Und dann freue ich mich wieder. So ein Schrein, der wieder die Führungskraft boostet, der wäre doch nicht schlecht. Auch hier gibt es wieder eine Ecke, wo man abbiegen kann, aber keine Kämpfe oder sonst irgendwas. Ich bin mir sicher, eventuell, das ist auch ein kleines Problem in diesem Spiel. Ich befürchte, ich laufe einfach meiner Zeit voraus. Also vielleicht wäre hier was später, nachdem ich irgendwie die Quests gemacht hätte. Vielleicht. Oh, aber, ha, wie schon angekündigt. Was ist das für ein Schrein? Zauberkraft, jawohl.
I love it. Juicy Zauberkraft. Und tatsächlich nichts übersehen. Und das hat sich... Genau das meinte ich. Das ist geil. Das hat sich gelohnt. Ein Zauberkraft ist zwar nicht so viel, nicht so groß entscheidend, aber mühsam ernährt sich die Magierin. So, was haben wir hier? Ich könnte einen Ort... Moment, wo bin ich? Oh. Okay. This is getting more interesting. Dann sind wir doch eher in einem alten Gewölbe. Okay, machen wir erst die andere Quest. Was haben wir denn dort unten für bunte Sachen? Okay, dann gehen wir doch nicht den Banditen nach oder dem Zeug dort. Und erkunden erst ein Gewölbe. Okay. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, muss ich zugeben. Das habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber ich bin flexibel, also gehen wir das dann an. Wenn es sich schon anbietet. Und es sieht hier fantastisch aus. So bunt. Schlammpfützen. Pilze. Oh, das hört sich doch geil an. Könnte ich ein bisschen davon haben? Ich hätte gerne dauerhafte Magie-Power. Geld hat jemand auch da liegen lassen? Also hier ist auf jeden Fall kein Kampfkreis, aber das hat ja nichts zu bedeuten. Magic of the Serpentines. Who's this? A tyrant? Lyssa? Moraine? Die Macht der Lichtbrechung. Jene, die in der Zauberkunst bewandert sind, wünschen sich, die Partikel des Lichts zu ergründen. Ich, Lyssa, Meisterin der Strahlen, habe viele Nächte an diesem Zauber gearbeitet. Durch die Brechung des Lichts erlangen wir Mächte, die uns auf eine Stufe mit den jüngeren Serpenten heben wird. Sie werden uns gehorchen. Um den Strahl zu brechen, platziere ich Linsen aus farbigem Glas in Stelen. Anschließend muss die Aktivierungsrune berührt werden. Die Kristalle erstrahlen dadurch in Grundfarben, wandeln mit Hilfe der Linse. Dieser Ring ist mein Symbol, der Fokus meiner Macht. Durch die Macht der Brechung kann er sich mit Energie aufladen. Mögen die jüngeren Serpenten sich ängstigen. Die menschliche Angst ist mir nicht länger ein Begriff. So sprach Lyssa, die weiseste Serpentin. Okay, Lichtbrechung. Ah, ist wahrscheinlich ein Lichträtsel oder so. Dabei war ich in Physik jetzt nicht der Beste. War nicht so meins. Wir haben hier die drei Grundfarben. Was kann ich denn mit diesen drei Grundfarben machen? Was passiert denn, wenn ich Blau aktiviere zum Beispiel? Where did this come from? Ach so, ich kann Blau einfach mitnehmen. Dann kann ich auch einfach Grün mitnehmen. Found something. Okay, die Linsen habe ich. Zeit für einen Linseneintopf. Ist was Feines, Linseneintopf? Where did this come from? Okay. Hier werden jetzt Linsen eingesetzt. Could have come up with something more difficult. Und jetzt? Da ist ein Ring oder sowas. In der Mitte. Dieser Ring. Ja gut, aber hier durch komme ich nicht. Noch nicht. Was muss ich jetzt machen mit diesem Ring? Ah. Ah. Rot, vielleicht in den Farben, die da sind. Rot, Blau und Grün. Okay. Lyssas Ring. War eine Falle? Oh ja. Unbesiegbarer Feind, ein roter Drache. Mehrere Flammenwerfer-Dudes, Urwölfe.
Ja, gut. Lisa, ein andermal. Wobei, versuchen wir es. Er ist zwar unbesiegbar, der Feind, aber... Aber versuchen wir es trotzdem. Untote sind nicht gut gegen Feuerdrachen. Das kann ich schon mal sagen. Aber vergessen könnte einiges regeln. Roter Drache ist schon mal badass. Da müssten wir am besten ein bisschen Abstand halten, dass der uns nicht erwischt. Die Uhr, diese natürlich auch. Das sind alles badass. Die Urwölfe kommen halt theoretisch überall hin. So vielleicht. Wer darf anfangen? Die Gegner natürlich. Wow! Ne, hat kein... Das hat wehgetan. Das sind meine stärksten. Dass ich halt überhaupt nicht vorher drankomme. Die sind halt komplett ausgerottet worden. Okay. Okay. Der Kampf ist wirklich... der Gegner ist wirklich unbesiegbar. Aus heutiger Sicht. Der Ring ist bestimmt auch mega mächtig. Das bin ich mir auch recht sicher. Nehmt Lissas Ring. Ja, ein andermal. Mindestens mit dem nächsten, nach dem nächsten Level erst. Wir können jetzt hier rein. Ein roter Drache. Wobei, der rote Drache ist nicht mal das Problem. Der rote Drache, die Gegner, die alle anfangen dürfen. Das ist eher das Problem. Ich brauche eine verfluchte Eile. Ich brauche einen... Mittlerweile bräuchte ich einfach einen Händler, der mir die... Meuchler anbietet, aber unendlich die Meuchler. Im Moment habe ich ja... Ich habe eigentlich das Problem, dass ich die Meuchler nur begrenzt in der Stadt kaufen kann. Wenn ich die aber hier unendlich einkaufen könnte irgendwo, dann... Ich brauche generell einen... Der Schatten sah gerade aus, als würde hier ein Drachen fliegen. Ich brauche generell einen Händler, der mir Anarchietruppen mal... Richtig geile Anarchietruppen wie dunkle Adepten anbietet. Und die Meuchler. Das fehlt mir. Mit den Truppen, da könnte ich schon eher was anfangen. Na gut, kümmern wir jetzt um das, was ich eigentlich machen wollte. Genau. Nämlich um das hier. Mhm. Da ist eine Rune. Da kann ich ein Ritual beginnen. Da kann ich, irgendwas anderes machen. Da kann ich erstmal looten. Bisschen Mana. Auf dem Weg habe ich nichts verpasst. Ah doch, habe ich. Geil. Beutel von Gold. Naja. Dann beginnen wir das Ritual. Was? Fika? Wir haben Blau. Oh, shit. Ich habe mich... Blau, Rot... Grün, Weiß. Ich habe mir die Reihenfolge nicht gemerkt. Ich wusste nicht, dass ich mir merken muss. Okay. Vielleicht habe ich sie doch unterbewusst mir gemerkt. Ja, das war alles. Das war alles. Aber jetzt irgendeine Verteidigung oder irgendwas... vermutet. Irgendeinen Haken. Irgendeinen Mechanismus, der das schützt. Nö. Einfach nur Runen antatschen. Das war's. Naja, gut. Dann war's das gewesen. Dann berichten wir. I kept my end of the bargain, Caribus. What about you?
I removed the enchantment from the estate gate. Now you can attack, but... Thank you, Carabus. Come on! Let's hurry and strike them! They won't be expecting that. Sadie, are you here already? Be careful. My birds have seen weird creatures on the other side. Even more reason to strike swiftly and strike hard. Clyde's life, all their lives are in danger. What if they feed people to their monsters? Youth rushes in. Elders think and think again. You face a hard fight without any allies. There's a crypt on one side, close to the waterfalls. The restless spirit of Baroness Jacqueline, the estate's former owner, inhabits it. She used to study magic too, but wasn't as successful. Not long ago, one of the cultists stole her necklace and dumped it in the village nearby. I can sense its track. With this bit of jewelry, you can summon Jacqueline. She might help us clear the land of these evildoers. What are you talking about? We don't have time for necromancy, doch, witch. Doch, 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 doch. We must attack. Nekromantie geht immer. Finde die gestohlene Halskette. Ah ja, jetzt werde ich tatsächlich dorthin geschickt, wo ich war. Ich war wirklich meiner Zeit voraus da drüben. Wir haben ein bisschen EP bekommen, das ist schön. Und hier ist das verdorbene Land. That's the necklace Carabus was talking about. Should we call up Jacqueline? Also sagen wir so, das war jetzt nicht das Schwierigste. Auch das hat mich ein bisschen... Warum ist da... Warum habe ich den Loot vergessen? Ich habe doch extra nachgeschaut. Ich habe hier unten irgendwo Loot verpasst. Ah, eine Schriftrolle. Ah, Pferd. Pferd, tu's nicht. Einfach wenden, genau. Heilen. Wer braucht denn heilen, hallo? Nützt doch keiner. Stimmt, der Machtheld könnte doch dann die Schriftrollen nutzen, oder? Also kann er doch ein bisschen Magie. Ah ja, und jetzt hier sie. Dann rufen wir mal eine Verbündete herbei. I have Jacqueline's necklace. What now? Go to the crypt. Place it in the chalice for offerings and light the votive candles. Wow. Wow. Was zum Teufel ist das? Ist das eine Brücke? Eine Brücke des Glaubens. Wenn die mir jetzt unter den Füßen diese wegmacht, dann bringe ich sie um. Oder sterbe selbst. Wahrscheinlich erstere, zweiteres. Okay, hallo, wo sind wir denn hier gelandet? Also hier könnten wir auch von hinten zuschlagen, so in etwa. Hier ist Jacqueline's Crypt. If only she knew what was cavorting outside her resting place. Die Familiengruft der Baronin von Treilard, deren Blutlinie auf Gustav Treilard, Kriegsheld unter König Maximus zurückgeht. Guten Tag. Erstmal plündern. Ah, da ist Josephine. Mutter, wir alle beweinen deinen Verlust. Ich verspreche dir, alles zu tun, was ich versprochen habe, deinen Diener Bernard. Erstmal hier Geheimgang. Nochmal. Die. Da ist die wahrscheinlich drin. Bernard Routier, ihr Sohn. Berühmte Ritter Theobald. Okay. Sehr viele Leute. Now the candles. Alle? Na, wahrscheinlich in einer bestimmten Reihenfolge. Something's wrong. Okay. Damit, ich habe jetzt das schon angezündet. Ich glaube, ich muss die... I'll start from the beginning. Ich muss deren Chronologie. Baroness Josephine, Teil der Mutter, wir alle beweinen deinen Verluste. Mutter,
Sohn. Bernard ist da drüben. Dann war irgendwas von Enkel. Baroness Jacqueline. Ich hoffe, wir sehen uns nie wieder? Wir... Nie wieder? Bernard... okay, hier ist sie... Okay, Bernard ist zu Ende. Hier wird der berühmte Ritterbaron und der edle Enkel eines edlen Großvaters. Wir verehren dich deinen Nachkommen. Enkel des Gustav. Ich weiß gar nicht. Du vielleicht zuerst, der Enkel, und dann... Wer bist du? Mutter. Dann vielleicht du, dann die Mutter und dann der Sohn? I'm sure I can think of something else. Okay, wer dann? In welcher Reihenfolge? Ah, verflucht. Gehen wir mal raus. Was war da nochmal gestanden? Auf Gustav kriegst du unter Gustav Treilat. Das ist der Älteste anscheinend. Jacqueline? Josephine? Mutter. Das ist die Tochter. Ah. Bernard ist der Ehemann von der? Und da er das draufgeschrieben hat, ist er danach gestorben. Also das, das. Baron, Enkel, dich deine Nachkommen. Okay. Du vielleicht? Dann du, die Tochter. Mutter, wir alle beweinen deinen Verlust. Ich verstehe. Dein dich liebender Sohn Bernard. Das ist die Mutter von Bernard. Dann kommt die Frau von Bernard und dann kommt Bernard selbst. Ah. Jacqueline, Baroness Treillard, rise and hear our plea. Carabos, you have aged, despicable witch. Tell me, are you still annoyed that I took my lessons from Belinda and not you, you horrible grouch? Me? Yes. I mean, no. Jacqueline, I am Countess Catherine of Rigor. Perhaps you remember me. We need your help. What do you want? A certain cult of unity, led by Baron DuPont, has chosen your estate as their headquarters. We want you to drive them out. Baron DuPont? Those low-born, slack-jawed apes infiltrated my home! My servants! Purge my ancestral home of this sickness! Immediately! You did well. Congratulations. Carabos. It's been so many years. A few. My sister and I still study witchcraft. Just your sister? No students? Belinda is enough for me. Can't find any students willing to follow you, Carabos. And you never even became a real witch. And now, I'm a baroness, Carabos. You still live in a shack while I drank from golden goblets and slept on silk sheets. Men of every station falling at my feet. To each their own, Jacqueline. Let's not bicker. Of course. Just remember that I am and always will be the best. The best! The best! Attack! Well... Okay. Any news from the I haven't begun the. Oh, soll ich dann zurückberichten oder wie? Mhm. Okay, Servants. Ja, dann schauen wir mal. Oh, da ist Loot. Ich habe dich gesehen. Dann bin ich mal gespannt. Wohin komme ich, wenn ich jetzt hier entlang gehe? Was ist da? Eine Tür. Eine Tür, in die ich rein kann, theoretisch. Hm, wir wissen, dass wir am Ende hier reinglitschen.
Ah, gut, mein Pferd ist verschwunden. Nein, das ist nicht. Sehr gut, hier gibt's noch Loot. Da bin ich mal gespannt. Komme ich in die Tür rein? Oder muss ich durch die andere Tür gehen? Tore halten zum Öffnen. Sesam, öffne dich. What is this place? Welcome, Farad. Allow me to introduce the leading actors of my play. This is Darkness, and this is Gloom. Theirs is a very special role, the poisoning of traitors. Aha! We have a new audience. Just as the intermission was ending. Now you will witness my true power. All of it. And my talent. As for you, Farad, I'll deal with you later, face to face. Let the second act of our play begin. The resolution. Die Auflösung. Auch wieder ein unbesiegbarer Feind. Ach Gottchen, ach Gottchen. Ja, der hat tatsächlich... Warum sind die nicht gelevelt? Aber der hat da ein paar Truppen. Ein paar Stärketruppen. Ich habe ein paar dunkle Geister auf meiner Seite. Das bringt aber nicht viel. Die Truppen sind stark. Habe ich das gerade richtig gesehen? Hatte ich schon Level up? Wenn ja, ist das natürlich belastend. Wenn ich schon ein Level up jetzt bekommen hatte. Schützt die. Die. Punkt. Ja, ich glaube, es ist noch. Verwandlung. Ah! Chicken! Ob sie die Resistenzen weiterhin behalten? Warum sind das bloß die? Ich wollte gerade sagen, was ist da los? Was war das? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Farad kann... Er ist gerade richtig gecheckt. Farad hat die Möglichkeit, zweimal zu casten. Und darf natürlich auch wieder von vorne... Ach. Habe ich das auch richtig gesehen? Die können nicht angegriffen werden. Angriff. Angriff. Oh shit, die kann ich ja gar nicht steuern. Nochmal Verwandlung. Sehr schön. Gar nicht gut. Das ist okay. Gar nicht gut. Überhaupt nicht gut, was da alles läuft. Also ich werde hier richtig fertig gemacht von dem Farad. Weil er alle meine Einheiten wegmacht. Verteidigt euch. Dammit! Die sind zu stark. Das ist ja Dupont. Ich habe ihn Farad genannt. Reduzierte Initiative. Als hätte ich das nötig. Ich bin doch sowieso schon langsam genug. Okay, die gehen auf jeden Fall drauf. Das ist belastend. Ja, das ist wirklich ein vernichtender Kampf.
Der haut halt eins nach dem anderen raus. Und der kann zweimal casten. Der ist schon... Wisst ihr was? Das passt mir gerade nicht. Ich bin mir nicht sicher. Ich dachte, ich habe gesehen, dass ich ein Level-Up schon habe. Weil wenn, dann brauche ich selbst diesen Skill. Dann brauche ich selbst die Möglichkeit, zweimal zu casten. Ich bin mir nicht sicher. Habe ich genügend Erfahrungspunkte bekommen? Ja, ich habe. Ich habe es nicht falsch gesehen. Yes! Unbelievable Power. Und dann kann ich auch endlich mal sowas investieren dann demnächst. Demnächst, okay. Da gibt es jetzt ein paar juicy Sachen bei Anarchie. Angefangen hier. Ja. Ja. Das da. Also meine restlichen Punkte würde ich jetzt gerne in diese Sachen stecken. Wenn möglich. Also das da ist sehr gut. Tempo können wir gebrauchen und Initiative ist noch wichtiger. Lebensdiebstahl 3 und schnell 2. Ja gut, dann müssen wir sowieso Lebensdiebstahl leveln, dann können wir es auch jetzt machen. So. Jetzt bin ich auch in der Lage, zweimal zu casten. Naja. Das zweimalige Anwenden ist Zauberruß pro Runde. So wie es sein muss. So, Dupont. Mit dieser Macht habe ich vielleicht eher eine Chance. Dupont. Stufe 25. Supermagier. Gegen mich. Hoffentlich auch eine Supermagie. Aber generell, die Aufteilung hat mir ganz gut gefallen, muss ich zugeben. Geht mal hier hin. Geht mal dahin. Geht mal dorthin. Und hier hin. Verwandlung. Wieder auf die Geister. Kann man nichts ändern. Das tut immer weh. Das tut auch sehr weh. Der ist schon fast tot. Oh, das Problem ist, der darf... Oh, Moment. Das müssen wir dann anders stellen. Der darf nicht sterben, weil ich kann von dem keine nachholen. Also, wenn die Einheit stirbt, dann habe ich ein Riesenproblem. Deswegen muss er sich woanders hinstellen. Leider. Wir müssen mal hinschauen, wo die Geister hinkommen, weil die sind am lästigsten von der Stärke her. Die da... Die, ja, die kommen überall hin. Das ist das Problem. Die kommen tatsächlich überall hin. Die Geister werden verwandelt. Die Geister könnten hier hin. Das Problem ist, der hat irgend so einen AOE-Angriff und ich kann nicht verhindern, dass er da richtig reinhaut. Da erwischt er 3, da drüben erwischt er 3. Ich kann sie nicht auseinanderdröseln, dass es weniger erwischt. So kann ich es machen. Dann werden, können die zumindest niemanden angreifen am Anfang. Ist auch ein kleiner Vorteil. Jo. Der verwandelt trotzdem die Geister. Also gegen die Geister hat er irgendwas.
Und die bewegen sich einfach nach vorne. Sehr gut. Diesmal greift... Nee, der greift immer die an, scheinbar. Das tut weh, die machen am meisten Schaden. Wow. So viel zu meinen Verbündeten, nicht wahr? So, ich muss jetzt einiges an Mana jedes Mal raushauen. Angriff. Angriff. So, eine Einheit wurde zumindest schon mal verkleinert. Okay, und dann kommt noch ein Angriffsspell, nicht wahr? Das war gut, die haben es überlebt. Okay, sie haben verloren. Ach, das sind die, die das casten. Ah, dunkle Adepten sind so prägend. Die gehen halt alle Einheiten so irgendwie drauf. Das ist halt ein Gemetzel. Das ist ein wahres Gemetzel, was der mir hier antut. Wie viel Mana habe ich? Ich habe noch genug Mana. Oh, gehen wir mal zusammen. Könnte ein fataler Fehler sein, aber hey. Stehen wir doch einfach dazu. So, die könnten besiegt werden dadurch. Ja gut, die werden besiegt. Die Geister leben noch. Und sind wieder verwandelt. Wie viel Mana hat ein Dupono? So, die sind jetzt auch down. Dunkles Mal auf die. Das ist jetzt nicht so schlimm, weil es ist nicht nur... Ah, das ist so lästig, dieser Schrei. Der heilt sich halt extrem hoch. Ah, die sind komplett weg. Das macht mehr Schaden. Schade. Ah, perfekt. So. Gibt nicht mehr viel. Die Hühnchen können sich auch hier hinstellen. Macht keinen Unterschied. So, die... Fesseln werden angegriffen. Crit durch die natürlich. Da müssen wir einfach mal raushauen. Wir haben überlebt, aber es war fatal. Absolut fatal. Das war ein harter Kampf. Ohne meine neuen Level-Up hätte ich keine Chance gehabt. Nicht den Hauch einer Chance. Nicht
krieg nicht mal mehr Truppen. Was ist da los? Der hat einen Kauf von Gegenständen um 10 reduziert. Das ist nett, aber brauche ich nicht. What are you looking at? Our show is over. Give it to me. Once the artist perishes, drop the curtain. Bruder Donner. Die Pause ist erledigt, aber ich habe auch sehr viel gelitten. Das bedeutet, beim nächsten Mal werden wir uns hier umschauen und mal herausfinden, was jetzt hier abging und warum Ferrot. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, warum ist Ferrot jetzt hier? Und kriege ich jetzt selbst dunkle Adepten? Das wäre ganz nett. Aber, tja, das sehen wir erst beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.